So, heute war mal eine echte Premiere. Ich war zum ersten Mal mit einem Temsa Marathon unterwegs. Das Fahrzeug wurde erst 2015 auf der Busworld in Kortrijk vorgestellt. Und jetzt habe ich einen kleinen Test durchgeführt hier in Süddeutschland. Und ich muss sagen, dieses Fahrzeug hat mich wirklich überrascht. Insgesamt ist es ein Produkt, ein Fahrzeug, welches auf ganzer Linie überzeugen kann. Kommen Sie mit, ich stelle Ihnen das Fahrzeug kurz vor. Seit diesem Jahr ist es möglich, den High-End-Temsa Marathon auch in Deutschland zu bestellen. Der Bus ist eine kleine Überraschung und das beginnt schon beim Aussehen. Der Bus wirkt markant, wie aus einem Guss und orientiert sich dabei auch ein wenig frech an bewährten Designelementen anderer Hersteller. Dennoch wirkt der Bus nicht einfach nur zusammengewürfelt. Grundsätzlich besitzt der Marathon eine moderne Formensprache. Doch das Aussehen ist die eine Sache. Vor allem praktisch sollte ein Reisebus sein. Jede Menge Stauräume wurden um das Fahrzeug herum verteilt und auch die obligatorische Schlafkabine fehlt nicht. Das Kofferraumvolumen beim 12,36 Meter langen Bus beträgt 13 Kubikmeter. Das ist Standard. Im Kofferraum rechts vorn befindet sich der mobile Wassertank und in der Mitte sitzt der zentrale ESP-Sensor. Hier die erwähnte Schlafkabine, die kann natürlich auch für Gepäck genutzt werden. Über den Rathäusern vorn rechts und hinten auf beiden Seiten gibt es praktisch große Staukästen. Die hinten sind durchgängig und dazu noch erfreulich geräumig. Das gilt auch für ihre Höhe. Die reinste Freude stellt sich übrigens beim Schließen der Kofferraumklappen ein. So sollte das funktionieren, hören und sehen Sie doch mal selbst. Da ist kein schwungvolles Zuwerfen oder Nachdrücken nötig, Klappe zu, Spaltmaß stimmt. Über dem linken Vorderrad haben die Entwickler unter anderem die beiden Batterien untergebracht. Kurz zur Elektrik, der Marathon benötigt keine Relais mehr, auch hier hat moderne CAN-Bus-Technik Einzug gehalten. Angetrieben wird der Bus von einem DAF Packer MX-11, das ist ein Reihen-6-Zylinder mit einem Hubraum von 10,8 Litern. Dieses Aggregat findet ja in den Bussen zahlreicher Hersteller seinen Platz und kann dabei sowohl durch Leistungsstärke als auch eine hohe Wirtschaftlichkeit punkten. Hier zu sehen der über einen Winkelantrieb gesteuerte Lüfter, der hinten rechts sitzt. Der Marathon besitzt im Motorraum nicht nur eine Detektionsleitung für Feuer, sondern auch eine Feuerlöschanlage. Der Löschmittelbehälter befindet sich links hinten im Motorraum. Hier eine der Löschdüsen. Ebenfalls noch anzutreffen beim Marathon ist ein Ölmessstab zur manuellen Kontrolle des Ölstandes. Innen geht es durchaus edel zu. Die Sitze sind auf einem ebenen Boden ohne Mittelgang befestigt. Das erlaubt bei Bedarf auch eine exklusive 2+1 Bestuhlung. Die Aussicht durch die Seitenfenster ist gut. Gesessen wird auf Sitzen, die aus türkischer Produktion stammen. Es handelt sich um Innova Agile 4540 in Teillederausführung. Die Sitze machen ergonomisch einen sehr guten Eindruck. Sehr praktisch und sich dem übrigen Design anpassend präsentieren sich die Service-Sets natürlich in LED-Ausführung. Die zweifarbige Fahrgastraumbeleuchtung steckt im Rand der offenen Gepäckablagen. Wie bei Reisebussen üblich kann eine Küche und auch ein WC geordert werden, welches beim Vorführbus für den türkischen Markt aber nicht an Bord war. Der Fahrerarbeitsplatz kann durchaus zu den Highlights des Marathon gezählt werden. Optisch ist er eine Wucht und auch ergonomisch ist alles im grünen Bereich. Das Zentraldisplay ist komplett digital gehalten. Rechts die Anzeige für die Geschwindigkeit und links die Anzeige für die Drehzahl. Die macht allerdings durch die bis zu 4 sich stets ändernden Zahlen einen etwas unruhigen Eindruck.
Doch das soll bei den Bussen für den deutschen Markt noch geändert werden. Links neben dem Display befindet sich die Klimasteuerung sowie darunter der digitale Tachograph. Eine Konsole am Fahrerfenster beherbergt den Federspeicherhebel, die Spiegelverstellung sowie einen Multifunktionsdrehhebel. Auch ist für ausreichend Ablagen und kleinere Staufächer gesorgt. Hier hat dieser gute Arbeit geleistet. Auch der rechte Bereich wirkt aufgeräumt und übersichtlich. In der rechten Front haben die Entwickler wie üblich einen kleinen Bordkühlschrank verbaut. Direkt davor befindet sich ein verchromter Handlauf. Der Begleitersitz bietet keine größeren Überraschungen. Es sitzt sich halbwegs passabel, wie es halt so auf den Begleitsitzen zugeht. Deutlich komfortabler kann natürlich der Fahrer Platz nehmen. Dabei sitzt dieser auf einem modernen Isri NTS 2. Die Sicht in die beiden Außenspiegel ist gut. Sie lassen sich einfach auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Das Lenkrad kann in Höhe und Neigung verstellt werden. Dazu gibt es an der Lenksäule einen kleinen Schalter. Wenn sich dieser an der Konsole befinden würde, wäre es noch ein wenig einfacher mit der Verstellung. Wie sitzt man so? Wie ist der erste Eindruck? Der erste Eindruck kann ich sagen, positiv, leicht gängig, normaler Standard halt. Der sitzt weit genug nach hinten für dich? Ja, auf jeden Fall. Bei 1,80 groß. Aber ist wahrscheinlich zu weit, oder? Ist zu weit, ja, definitiv. Doch nicht. Ja. Fahren lässt sich der Marathon absolut unauffällig. Das Fahrwerk verrichtet seinen Dienst ausgezeichnet, es gibt kein Wanken und Wippen, Schlechtwegstrecken werden sauber überfahren. Die Lenkung vermittelt einen guten Kontakt zur Fahrbahn, ohne dabei zu leichtgängig zu wirken. Der Vorführbus war mit einem manuellen Schaltgetriebe von ZF, nämlich dem EcoShift 2111 BO ausgerüstet. Die Joystick-Schaltung funktioniert sehr leichtgängig. Sämtliche Gänge lassen sich unkompliziert einlegen. Natürlich fehlen auch die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitssysteme nicht. Dazu zählen ESP, der automatische Notbremsassistent AEBS sowie ein haptischer Spurassistent. Was beim Vorführer noch auffiel, waren im rückwärtigen Fahrgastraumbereich recht markante Geräusche vom Antriebsstrang. Hier müsste der Hersteller nochmal Hand anlegen, damit das sauberer gelöst wird. Alles in allem jedoch ist der Marathon eine rundum gelungene Angelegenheit. Mit diesem Fahrzeug will Temsa das hochwertige Reisebussegment abdecken und das zu einem mehr als attraktiven Preis. Fast unglaublich geringe 240.000 Euro soll der Bus in Deutschland nur kosten. Was der Unternehmer dafür bekommt, ist absolut beachtlich.